Okay, der Bus. Wir nehmen den Bus. Damit fallen wir garantiert nicht auf. Morgen. Glaubt mir, Leute, ist den Eintritt nicht wert. Na los. Ja, eins. Zwei. Zwei. Ja, ja. Hier hin. Okay. Ja, ja. Ja. Okay. Ich mach das. Kümmere dich um ihn. Ah. Da kommen sie. Sally, lass uns verschwinden. Schätze, die sind wir los. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Bus loswerden. Gut. Alles gut bei dir? Ja, großartig. Das war echt knapp. Das wird schon wieder. Nein, ich meine das Ganze. Das ist es einfach nicht wert. Wir sollten das lassen. Oh nein, 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 nein. Ihr dürft nicht aufgeben. Wenn die Schweine gewinnen sollten, nach all dem, werde ich euch das nie verzeihen. Keine Sorge, Charlie. Ich lass dir niemals gewinnen. Was ist los? Was willst du eigentlich beweisen? Ich will gar nichts beweisen. Ja. Hast du noch einen Plan, Junge? Ja, ich gehe in den Jemen. Bist du dabei? Ah, klar. Okay, wir müssen schnell reinkommen. Ohne Ärger. Wir könnten da jemanden anrufen. Wen? Oh nein. Nein, nein, nein. Hast du eine bessere Idee? Dann schieß los. Wie wär's mit... Na gut. Ruf halt an. Jemen, arabische Halbinsel... Elena Fischer, Auslandskorrespondentin. Hey, Sally! Wie geht's, Schätzchen? Ach, nein, lass mal. Das mögen die hier nicht. Oh, klar. Aber ihr zwei könnt Händchen halten. Nein. Wie geht's, Elena? Gut, danke. Du siehst toll aus. So, das werde ich vermutlich bereuen. Diese Passierscheine bringen euch durch die meisten Kontrollen. Okay, gut. Wegen der Taschen muss ich mir keine Sorgen machen, oder? Aber nein. Nein. Klar. Zumindest jetzt noch nicht, hm? Okay. Denkt dran. Ihr seid jetzt Journalisten. Also verhaltet euch auch entsprechend. Meinst du, du kriegst das hin? Ich glaube, sie meint dich. Also was habt ihr zwei Vögel denn jetzt genau vor? Nur ein wenig historische Forschung. Klar, deshalb habt ihr es auch so eilig. Ganz genau. Keine verfluchten Schätze? Nein. Keine teuflischen Kriegsherren? Nein. Du bist ein schlechter Lügner, weißt du das? Was? Ja, das bist du. Oh, komm schon, nicht schon wieder, oder? Also, das Auto, wo ist es? Oh, es steht dort. Ich nehme die Taschen und geh schon mal. Nate. Du trägst sie noch. Ja, tu ich. Hier unten hilft er mir sehr. Ach, wirklich? Im Ernst? Bild dir bloß nichts drauf ein. Wie ich sehe, trägst du deinen ja auch noch. Was? Oh, ja. Und deswegen bist du doch eigentlich hier. Du verstehst das nicht. Ich habe endlich den Beweis. Drake hat gelogen wegen der Route nach Ostindien. Vor 400 Jahren war er hier. Warum, Nate? Naja, das wollen wir ja gerade rauskriegen. Ich meine, warum diese Besessenheit? Ich mache mir Sorgen. Ich pass schon auf mich auf, okay? Ich spreche nicht von dir. Was, Sally? Er geht bis ans Ende der Welt für dich, Nate. Bitte, lass das nicht zu. Komm schon, das ist nicht fair. Was soll das überhaupt bedeuten? Alles klar? Du kannst uns einfach am Stadtrand rauslassen, okay? Das kannst du vergessen. Ihr zwei steht unter meiner Aufsicht. Ich werde euch nicht aus den Augen lassen.
Kapitel 10. Historische Forschung. Wenn du das Drake finden willst, müssen wir in die Altstadt. Das hier ist die Neustadt? Naja, relativ. Die Stadt wurde vor mindestens 3000 Jahren gegründet. Also gut, geh vor. Gut, dass wir jetzt wieder Elena dabei haben. Die hat ein bisschen gefehlt, muss man echt sagen. Seht ihr den Turm da vorn? Dort beginnt die Altstadt. Da müssen wir hinkommen. Das ist ein langer Weg. Bis dorthin. Salam. Wa alaikum salam. Fadlu. Wir sind in einem kleinen Marktplatz gelandet. Okay, hier durch. Okay, jetzt müsst ihr euch benehmen. Ja, Ma'am. Ich mein's ernst. Die Polizei patrouilliert hier überall und Aufmerksamkeit können wir nicht brauchen. Kein Ding. Okay, jetzt müssen wir uns benehmen. Vielleicht können wir was Kleines kaufen. Vielleicht hat ja Nathan etwas dabei. Können wir uns noch ein bisschen umschauen. Was gibt's hier? Ja, sieht eher aus wie so Ritterrüstungen. Wir können die Sachen umschmeißen und da liegen auch noch zwei. Ich komme ja schon. Okay, sie haben wohl die Straße abgesperrt. Ich schau mal, was sich machen lässt. Ihr bleibt hier. Samahuni. Sie trifft ihn noch. Oh ja, nun scheint sie hilft das hier unten sehr. Was ist das? Keine Ahnung. Und? Okay, schlechte Nachrichten. Sie lassen niemanden durch. Hey, wir versuchen's hier. Ich kenne einen anderen Weg. So Mist, sie lassen hier keinen durch. Vielleicht schaffen es wir dann in der Richtung. Was gibt's denn hier so alles? Gewürze? Kleidung? Und hier gibt's solche Schüsseln. Und auch Gewürze. Die sind hier sehr beliebt. Da kommen wir jetzt auch nicht weiter. Können wir es aufschießen? Ich glaube, das wird nichts nützen. Mein Vater liegt auf der Helper. Ja, okay, er macht's auf. Shukran. Danke. Sehr nett von ihm. Ja, ganz sicher. Okay, hier hoch. Ja, ich gehe schon hoch. Wohin jetzt? Ah, hier ist auch noch so ein Marktplatz. Wahrscheinlich die Rumpelkammer oder so. Oder die sagen, was sie noch verkaufen wollen. Na toll, noch mehr Bullen. Ja. Noch mehr? Nein, kommen wir hier auch nicht durch. So ein Mist aber auch. Vielleicht hier. Hey. Das sieht nach einem Weg aus. Muss noch einen anderen Weg geben. Und hier ist ja das Rohr kaputt. Und jetzt wieder hier hoch. Komm, Sally, das wirst du wohl schaffen. Bei euch alles klar? Ja, wir kommen. Sieht wohl gut aus. Soll ich jetzt in der Richtung gehen oder hoch? Ich gehe mal hier. Aber die Türe kriege ich nicht auf. Dann muss ich mich hoch. Das ist eine Abkürzung. Schon okay. Macht aber nichts kaputt. Wir dürfen hier nichts kaputt machen. Man weiß ja nie, ob die dann uns folgen. Ja, wir sind richtig. Yeah, wir sind richtig. Sehr gut. Na, was mache ich denn? So, jetzt aber. Und jetzt nochmal hier hoch. Okay, da unten. Diese Gebäude waren schon hunderte Jahre alt, als Francis Drake lebte. Gut. Nicht schlecht. Hey, Nate. Talbot. Wer? Er hat Cutters Notizbuch. Was? Halt, was? Charlie Cutter? Keine Zeit. Sally kann alles erklären. Ja, Moment mal. Wir sehen uns unten. Oh oh. Elena weiß ja noch gar nichts davon. Und jetzt hier drüber springen. Und da unten ist Talbot. Und was hat er vor, ist die Frage. Aber bis jetzt hat er uns nicht bemerkt. Aber ich schätze, es wird er gleich.
Oh, ich habe schon gedacht, es bricht weg. Und jetzt hier rüber. Wow. Das war aber hier knapp. Und jetzt hier runter. Ich komme schon. Er geht hier rein. Wo ist er denn? Bis jetzt habe ich ihn noch nicht gesehen. Wow! So ein Mistkerl, er hat uns schon gesehen. Wisst was? Dann mal los. Wow! Da schleudert er uns raus. Na, immerhin etwas. Auf ihn! Oh oh. Gar nicht gut, jetzt gibt's hier Prügel. Und ich bin hier bereit. So, jetzt aber, komm. Und weg mit euch, komm. Nein, nur. Und Konter. So, jetzt aber. Du bist ja der Nächste. Oh, da kommt noch einer. Komm her. Yeah.